Herzlich willkommen auf der Nordfriesischen Marsch LS19. Wir fahren aktuell Silageballen verkaufen von Feld 15. Die Krone macht gerade fleißig Mähen und Wickeln. Also ich habe mich entschieden, die beiden Geräte werden dann mal gekauft. Aber zuerst Meter verkaufen, das war eher wichtiger. Der Sojahead ist auch noch bei. Zum Blick riskieren, ist ja um die Ecke. Ja, das geht sich auch am Ende entgegen. Hier ist ein Specht. Muss man noch Strohball einwickeln. Ob das funktionieren würde? Ich denke mal nicht. Das wäre ja Betrug. Ja, Sojabohnen ist auch fast voll. Heute war ein zweiter LKW. Heute war noch ein Traktor. Dann werden wir später noch andere Fruchtsorten im Programm nehmen. So wie Mais und Sonnenblumen. Wir werden auch wieder pflügen müssen. Dann wird es besser für ein Feld, zwei Maschinen zu arbeiten. Zu lange dauert. Auch noch so vieles. So, der wird auch schnell fertig.
fleißig. Der arbeitet immer noch fleißig beim Pressen und Mähen. Aber man kann genauso gut einen Traktor nehmen. Dann können wir auch die Mähwerke nehmen. Das ist minimal schmaler. Knapp 10 Meter. Das ist ziemlich teuer. Dann machen wir gleich mal schlau, was die Dinger kosten. Mehrwerke. Gibt es ja mehrere Marken. So, dann legen wir noch ein paar Ballen. Fünf Stück. Preise. Mähtechnik. Da gibt es die von Pöttinger. Breite 8,40 Meter. Lilly 9 Meter. Ist aber teurer. Die beiden zusammen. Vorne dran und hinten dran. Die Ballenpresse. Dazu brauchen wir bestimmt einen. PS, die habe ich. Wie viel PS braucht die Ballenpresse? 140 PS. Muss man dazu sagen, das ist ja nicht. 140 PS. Kostenpunkt. Kostet nichts, doch 76.000. Ich glaube, da bin ich noch nicht fertig gewesen. Irgendwie der frühe letzte Folge ja ein Kram rein. Oder letzte Folge von gestern. Sauber. Jetzt muss man die Ecke vorne machen und die Ecke machen. So. Jetzt ist man ganz bescheiden. Ach, das ist ja hier.
Was genau muss für ein Feld gemacht werden? 13. 13. Da muss nichts drauf. Und da kann man erkennen, da fehlt noch was. Wer was geboren? Wenn man die Ecken nicht gemacht werden, dem könnte ich erleben. Aber bitte komplett. So, Ecken. Der erste Streich in der Ecke. Ja, der kommt noch. Dann ist Freitag nachher um 13 Uhr. Wenn ich mich richtig erinnere. Ein Glück sind die Krähen nicht. So, was mache ich hier noch rein? Auf Feld 2 ist, glaube ich, Hafer. Muss ich mal schauen. Hafer, eins ist Weizen. Das heißt, haben wir Stroh, das reicht. Dann mache ich Raps. Habe ich drei Aufgaben und kann nur eins machen. Kalk.
nächste Feld, dann Raps rein. Muss dann auch gleich gemacht werden. Damit das wieder wachsen kann. Dann muss Grasball nochmal warten. Das heißt für mich, die Seemaschine auf den Weg bringen. Dann die Aussaat starten. Dann gleich den LKW nehmen, den Hänger abholen. Den Hänger vom Feld fahren und den Anschluss den Mähdrescher auch. Machen wir ohne holen, das ist zu gefährlich. Dann muss ich zwar gleich runterfahren. Muss ich zwar naja, gleich nochmal los. Aber leider ist schon die Zeit abgelaufen. Ich sag mal schon mal. Tja, was seid ihr am besten? Ist der Fahrt weg. Also. Ich danke schon mal voraus. Würde mich mal ein Like freuen. Und noch ein Abo. Hoffe, wir hören und sehen uns zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.